Christine. Ich lass mich so nicht abspeisen. Ich möchte, dass wir noch mal darüber reden. Was ist los? Ich habe den Test gemacht. Ich schaff's es einfach nicht, da drauf zu gucken. Bitte machst du. Du bist nicht schwanger. Oh Gott sei Dank. Oh, ich bin so froh. Das hat nichts Gutes zu bedeuten, wenn sie kommt. Schnulze. Ist aber keiner angekommen im Kuckucksnest. Oh, Schnulze. Werbung. Du weißt, Schnulze. Mein Gesicht nervt. Warum gleich so aggressiv? Ich bin nicht aggressiv. Kerstin? Du kannst doch zugeben, wenn die Sache dich belastet. Ich seh's dir sowieso an. Auch noch ein Bier? Ja, aber das ist doch gut jetzt, oder? Okay. Aber bist du erleichtert? Oder? Hey, dann leg dich doch erstmal noch mal hin. Ja, okay. Bis morgen, Kerstin. Schlaf gut. Geht's Kerstin nicht so gut? Doch, doch. Also, weil du meintest, ob sie erleichtert wäre. Ach so. Ja, weil ich jetzt weiß, dass es nichts Ernstes ist. Aber ihr ist immer noch schlecht. Zum Glück hat sie Juliette. Die kümmert sich um sie. Oh, Entschuldigung, ich wusste alles nicht, in Ordnung. Es ist schon gut. Du, ich trinke doch kein Bier mehr. Ich geh schlafen. Gute Nacht. Okay, gute Nacht. Gute Nacht. Der Arme ist immer noch nicht drüber hinweg. Das ist keine schöne Situation für ihn. Ich könnte jetzt einen Schluck Sekt vertragen. Zum feierlichen Anlass? Nein, für Momente, in denen das Leben plötzlich stehen bleibt und dann doch weitergeht. Aber bleibt das Leben nicht gerade dann nicht stehen, wenn man schwanger ist? Ich habe das hinter mir zum Glück. Ich habe Marie und jetzt auch noch ein kleines Enkelkind in England. Das ist auch gut so. Möchtest du auch einen Schluck? Nein, danke. Und die Vorstellung, ich bekomme ein Kind von Raoul. Oh, dieses Hin und Her, das wäre doch alles noch viel schlimmer geworden. Und am Ende kommt es dann auch zu einem hässlichen Sorgerechtsstreit. Wenn ich daran denke, wie schwierig das mit Yasemin und dem Baby war. Darauf 2 Jahre keine Windeln wechseln zu müssen. Geht's dir nicht gut? Ich hätte gerne mit dir Windeln gewechselt. Ich habe schon immer von einem Kind geträumt. Und mit dir zusammen. Irgendwo, vielleicht in einem kleinen, zauberhaften Ort. Nur du und ich und ein Kind. Juliette, ein Kind kommt für mich im Augenblick gar nicht in Frage. Verstehe. Ich fühle mich nur... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe das Gefühl, nur ein Anhängsel in deinem Leben zu sein. Erleichtert sieht aber anders aus. Bei der Schwangerschaftstest doch positiv. Nein. Dann verstehe ich aber nicht, warum du so durchhängst. Ich habe jetzt gemerkt, dass Juliette und ich, dass unsere Vorstellungen von einem gemeinsamen Leben unterschiedlich sind. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Juliette Gagnon, wohnt die hier? Ja, nein, ich meine, sie arbeitet hier. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Aus Frankreich. Das ist bestimmt von ihrer Familie. Merkwürdig, dass sie meine Adresse angegeben hat. Ist ja doch eine Wohnung. Vielleicht fühlt sie sich hier mehr zu Hause als dort. Hallo. Kerstin Töppes und Juliette Gagnon. Juliette verkauft hier ihre Pralinen. Sie ist jetzt quasi meine Teilhaberin. Quasi. Ich habe heute schon mal den Papierkram gecheckt. Das ist keine große Sache. Aha. Und ist es für dich eine große Sache? Natürlich nicht. Wir machen einen Vertrag und regeln, dass wir gemeinsam für den Laden verantwortlich sind. Wow, Respekt. Also für mich wäre das nichts. Ich habe lieber alles selber in der Hand.
Na, du bist ja auch ein Mann. Ich wusste nicht, dass es da einen Unterschied gibt. Nee, jetzt wirklich mal im Ernst. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, wenn die Verantwortung bei einem und nicht bei mehreren liegt. Gerade, wenn man in einer Beziehung ist. Also ich finde, dass es einer Beziehung gerade gut tut. Zumindest unsere. Juliette und ich, wir sollten etwas haben, was wir zusammen aufbauen können. Vielleicht gibt es da wirklich einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Ich glaube ja. Und ich glaube, Juliette wird es genauso sehen. Gut, dann wünsche ich euch viel Erfolg. Tschüss. Danke. Ah, Papa, c'est bon que tu vas bien. Tu me donnes maman. Merci. Juliette. Salut, Mama. Comment ça va? Merci, es geht mir gut. Warum rufst du an? Ist was passiert? Nichts, es geht mir gut. Ich wollte mich nur für den Brief bedanken. Ja, ich dachte, ich schreibe dir mal, wie es so läuft bei uns. Das mit Onkel Gerald ist doch traurig. Seinen Traum aufgeben, wegen der Gicht. Cherie, was ist? Du weinst? Gerald, geht es doch sonst gut? Es ist nichts. Wer wird denn jetzt die Patisserie übernehmen? Seine Frau wird sich um ihn kümmern. Einen Nachfolger gibt es nicht. Niemand, der sie übernehmen will? Nein. Mama, ruhig. Ich habe Heimweh. Gute Laune. Ich muss dir was zeigen. Die hat mir meine Mutter per E-Mail geschickt und ich habe sie mir schon online ausgedruckt. Schau mal. Das hier ist das Haus von meinem Onkel. Und das hier ist der kleine Laden in dem Haus. Oh, das ist ja süß. Wo ist das denn? In der Provence, in einem ganz entzückenden Ort. Das sieht man. Leider muss mein Onkel den Laden aufgeben. Oh, das tut mir leid. Aber das ist die Lösung. Wofür? Dort können wir ein neues Leben anfangen. Nur du und ich mit einer kleinen Patisserie. Du meinst, wir sollen... Ja. Geh mit mir nach Frankreich.